Wir sind jetzt an der Kreisstraße nach Oberrixingen. Hier ist unsere neueste Ausgleichsmaßnahme für die Süderweiterung Eichwald, ein Teil davon. Hier haben wir Heckenpflanzungen und Baumpflanzungen als Ersatz für die Hecken, die verloren gegangen sind im Bereich der Windhundrennbahn. Aktuell ca. 3000 Quadratmeter Hecken hier neu gepflanzt, eingezäunt zum Schutz gegen Wildtiere, damit eben die Bäume die Chance haben, hier entsprechend aufzuwachsen. Im ersten Anlauf war es so, dass wir das noch nicht eingezäunt hatten, weil wir das nicht genau wussten mit der Wildthematik. Und dann haben uns eben die Wildtiere, gibt es eine ganze Menge Wildschweine und auch sonstiges Wild, haben uns die jungen Triebe, sag ich mal, zusammengefressen und damit sind die Pflanzen eingegangen, sodass wir im Frühjahr im Prinzip fast komplett nochmal Neues pflanzen mussten. Ja. Zum Thema Süderweiterung, das ist jetzt nur eine von mehreren Maßnahmen. Wir haben natürlich auch im Gebiet selber Maßnahmen, also neben Baumpflanzung, die man so üblicherweise in den Quartieren hat, ein Grünflächen, auch diesmal erstes Mal eigentlich Dachbegrünungen, die in einem gewissen Umfang im Gebiet kommen, also auf den neuen Gebäuden. Aber natürlich auch außerhalb hier noch, hier im Anschluss an diese Heckenpflanzung gibt es noch eine größere Fläche, wo wir eine artenreiche Fettwiese anlegen. Wir haben verschiedene Buntbrachenflächen, wo wir eben für die Feldbrüder neue Quartiere, Brutquartiere und Futterquartiere anlegt. Die sind verteilt hier auf der ganzen Gemarkung von Bietigheim bis Oberrixingen letztendlich. Insgesamt haben wir für dieses Gebiet hier 8 neue Buntbrachen angelegt. Ein sehr großer Teil für die Süderweiterung war auch das Thema Oberbodenmanagement. Das heißt, wir haben die komplette Erde von dem Baugebiet abgetragen, die oberste, die Mutterbodenschicht. Ursprünglich hieß es 30 cm, war im Endeffekt aber sogar teilweise deutlich mehr. Das hat man zwischengelagert auf sogenannten Erdmieten und dann später auf landwirtschaftliche Flächen verbracht zur Bodenverbesserung. Das war auch ein sehr großes Paket. Da haben wir immerhin, glaube ich, 300.000 bis 400.000 Euro für dieses Oberbodenmanagement investiert. Wir hatten jetzt auch vor kurzem einen Termin mit dem Landratsamt, mit der Naturschutzbehörde, die sich speziell diese Buntbrachen mal anschauen wollte und die eigentlich sehr zufrieden waren mit der Umsetzung von den Maßnahmen. Jetzt sind wir hier auf der Gemarkung Sassheim angekommen. Hier haben wir noch aus der Maßnahme Umgehungsstraße, Bau der Umgehungsstraße, wo eben Waldflächen verloren gegangen sind, hat man der Zweckverband wieder entsprechende Aufforstungen tätigen müssen. Ursprünglich war es geplant draußen direkt beim Eichwald selber auf dem Gelände. Aber wir haben jetzt, weil die Flächen jetzt doch auch später mal baulich genutzt werden sollen, haben wir hier jetzt in Sassheim alternative Flächen für diese Aufforstung gefunden. In zwei Abschnitten, jeweils ca. 1,2 Hektar Fläche. So Eichen, die jetzt da zum Teil mit drinstehen, die werden ja bis zu 100 Jahre alt. Also das heißt, bis das dann wirklich jetzt mal hier ein Wald in der klassischen Form ist, werden sicherlich noch 20, 30 Jahre ins Land gehen, denke ich mal. Aber es ist jetzt halt eine junge Kultur, die jetzt nachgezogen wird, die wieder neue Fläche für verloren gegangene Fläche eben darstellt und eine Investition in die Zukunft. Wir sind hier in Ochsenbach, an einem der drei Kürbachwehre. Hier war die Maßnahme eben die Durchgängigmachung dieser Wehre, das heißt für die Fische eben wieder die Möglichkeit, hier über diese Fischtreppen auch stromaufwärts sozusagen zu gelangen. Und das war eine sehr aufwendige Maßnahme, insgesamt drei Wehre da umzugestalten, hat für die Beteiligten, Zweckverband, Land, Stadt insgesamt mehrere hunderttausend Euro gekostet, ist aber, denke ich, eine sehr gelungene Maßnahme.